So, und ich habe hier eine berühmte Maultasche. So, Maultasche. Natürlich gibt es da auch eine Geschichte dazu. Dazu müsst ihr wissen, dass wie die Maultaschen erfunden wurden, damals, besonders freitags, im katholischen Baden-Württemberg, gab es die Pflicht, kein Fleisch zu konsumieren. So, aber da alle gerne Fleisch gegessen haben, so welche Möglichkeit hatte man dann? Sie wurden tatsächlich unter dem Synonym Herrgottsbescheißerle berühmt zu dieser Zeit. Nämlich, man hat das Fleisch einfach versteckt im Teig. Und damit war jeder happy. Und abgesehen davon, es schmeckt einfach köstlich.